Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sekiro Shadows Die Twice. Wir sind beim letzten Mal auf den Berg Kongo gestiegen und beim Senpo-Tempel angekommen. Beziehungsweise beim Haupttempel. Und wir müssen jetzt mal diesen verdächtigen Altar untersuchen. Ich muss auch dran denken, Kotaro das Windrädchen zu geben. Ich habe das jetzt immer noch nicht nachgeguckt. Also wenn man ihm das eine Windrädchen gibt, dann sitzt er nämlich hier jetzt in diesem Gebiet. Drei Affen. Eines der Paneele ist leer. Hören, sehen. Reden. Hi. Hi. So. Glocke der Hallen der Illusion. Eine fünfstrahlige Glocke aus veralteter Bronze. Mehrfach anwendbar. Wenn sie erklingt, kehren Affen und Wölfe in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Wieso Wölfe? Okay, das mit den Wölfen sagt mir gerade nicht. Kann man das mehr mit den Wölfen erklären? Einem Bandschirm gefangener Affe kann durch den Klang der Glocke nicht entkommen. So, und wir drehen uns jetzt direkt mal um. Denn hier chillt ein Affe. Nämlich der vierte. Das habe ich damals ewig lang gebraucht, um das zu checken, dass der vierte Affe einem unsichtbar die ganze Zeit hinterherläuft. So, wir müssen diese Affen fangen. Und wie gesagt, der vierte ist echt ein nicer Troll von den Entwicklern. Ja, die sehen uns jetzt natürlich alle. Und noch jemand, der sich in den Hallen der Illusion verirrt hat? Ich denke, ihr seid auf einer Mission und wollt diesen Ort verlassen. Ja. Dann müsst ihr die Affen besiegen, die auf den Tafeln beim Eingang der Halle abgebildet sind. Ist das geschehen, wird die Stimme des göttlichen Kindes zu euch sprechen. Der Affe im violetten Kimono ist der sehende Affe. Er hat ausgezeichnete Augen. Du kannst auch nur nach drei Affen fragen, ne? Also der vierte wird halt nicht mehr hier erwähnt. Das ist so gemein. Wenn er euch erblickt, rennt der gute Mann sieht auch nicht mehr so gesund aus. Er ist sehr scheu. Der Affe im orangenen Kimono ist der sprechende Affe. Er kann zwar weder besonders gut sehen oder hören, aber er macht ein Riesengezeter, wenn er eine Gefahr sieht, sodass alle anderen... Weiß den Orangen holt man am besten zuerst. Vielleicht spielt er aber auch nur gerne mit Menschen. Der Affe im grünen Kimono ist der hörende Affe. Er hat ein ausgezeichnetes Gehör, hört über große Distanz und ist sehr wachsam. Er rennt grundsätzlich weg, wenn er euch näher kommen hört, was es schwer macht, an ihn heranzukommen. Ja. Er ist sehr scheu. Okay, danke schön. Ich möchte die Hallen der Illusion nicht verlassen. In der Regel ist es hier sehr ruhig. Also ist sie auf ihre Art dem Nirvana nah. Zumindest empfinde ich es so. Ach ja, übrigens, es gab schon mal jemanden wie euch, der auf einer Mission war. Ich glaube, er hat die Affen eine Weile verfolgt, aber letztendlich kehrt er hier wieder Ruhe ein. Ich bete, war schon mal jemand, der... hier lang wollte. Okay, schauen wir mal. Du Kleiner.
Du bist ja genau richtig gesprungen. Bang! Ja, der hat gute Ohren. Das heißt, die Glocke tut ihm ganz schön... Aua! Ich wusste gar nicht, dass er direkt am Anfang hier hinspringt. Da ist der Orangenaffe. Genau, und je mehr Affen wir töten... Oh, und die machen ja Grauen. Das habe ich ganz vergessen. Darum ist es auch ganz nice, den Weißen am Anfang schon zu töten. So, dann haben wir jetzt nur noch den... Ah, Mist. Er war schon hier. Schade, ich hätte erst nämlich das hier aufmachen müssen. Gehen nämlich alle Kerzen aus und er sieht nichts mehr, wenn er hier drin ist. Bleibst du hier? Wir müssen erstmal die jetzt wieder platt machen, sonst haben wir nachher ein Problem. So, wo ist denn unser Freund? Irgendwo da. Äffchen! Und bist du schon wieder da drin? Nein. Hör dich doch laufen, du blöder kleiner Wicht. Ist denn der Affe? Ach ja. Euch habe ich direkt schon wieder vergessen. So. Weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn man hier einfach diese Lampen... Ah, ne, hier sind ja auch Kerzen an. Was ist der denn jetzt? Come on. Der hat mich doch gerade gesehen! Bin ich jetzt ganz blöd? Wo ist denn der scheiß Affe? Oder ist der doch schon wieder hier drin? Nee. Entchen! So kann ich, war doch so schnell. Ach, ist in der Mitte. Äffchen? Oben ist er. Aber Moment, der sieht doch gut. Das heißt, ich könnte mich doch jetzt einfach von hinten an ihn anschleichen. Wenn das gehen würde. So, du musst bitte irgendwie in diesen Raum da rein, wo es so dunkel ist. Genau, genau, die Richtung ist schon mal ganz gut. So, und jetzt ist er da unten drin. Ja, da kannst du mal richtig schön bleiben.
So, jetzt siehst du nichts mehr, mein Freund. Na du? Tschüss. Shinobi-Exekution. Bosskampf fertig. Ja, das war ein Bosskampf. Ming. Bitte, vergib ihnen. Sie wollten mich nur versteckt halten. Auch wenn es ihnen nicht gelungen ist. Schließ deine Augen. Gehen wir zum innersten Heiligtum. Das innerste Heiligtum. Erinnerung Wandschirmaffen. Die Wandschirmaffen beschützten die Hallen der Illusion und waren Freunde des göttlichen Kindes des ewigen Wassers. Da kriegt man das Puppenspieler Ninjutsu, eine Ninjutsu-Technik, die das Opfer wie eine Marionette manipuliert. Er braucht Geistembleme, wird nach einem Hinterrücks-Todesschlag ausgeführt. Diese Technik zwingt vorübergehend jemanden, der aus diesem Reich hätte fliehen sollen, zu bleiben. Eine Marionette wird sich nach dem Willen ihres Meisters bewegen, doch letztendlich werden ihre Fäden reißen. So, das klicken wir nicht an. So, und da sitzt jemand. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf, sich wieder zu vergegenwärtigen. Die Hallen der Illusion erheben sich in der Kluft zwischen Leben und Tod. Die Seelen der göttlichen Kinder verweilen dort und leben in den Affen des Tempels weiter. Warum nannte das göttliche Kind des ewigen Wassers die Freunde? Also die Affen waren mal Kinder. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr darüber erfahren können. Hallo, junge Dame. Na, wie geht's? Was suchst du an diesem Ort? Ich suche die sterbliche Klinge. Kennst du die Geschichte von der Klinge, die nicht gezogen werden kann? Ja. Sie heißt so, weil jeder, der sie gezogen hat, mit dem Leben bezahlen musste. Und dennoch willst du es versuchen? In Ordnung. Verstehe. Nun gut. Wenn du bereit bist, wirf einen Blick auf die Klinge. Ich frage mich, wieso? Fürchten Sie den Tod nicht? Tod, Spielende. Wie hast du dein Auge? Verstehe, du trägst den Fluch des Vermächtnisses des Drachen. Die sterbliche Klinge. Vorbehaltlos. Empfange ich die Macht. Nice. Sterbliche Klinge. Ein Odachi, das Unsterbliche töten kann. Seine blutrote Klinge nimmt jedem das Leben, der sie zieht. Es wurde lange im Senpo-Tempel versteckt und nur jemand mit der Macht der Auferstehung kann eine so furchterregende Waffe führen. Ihr wahrer Name ist eingraviert. Gütiges Geschenk der Tränen. Ja, jetzt haben wir die Macht, Genichiro zu töten und den Affen und die ganzen Mönche da unten mit den Würmchen. Du dienst also
dem göttlichen Erben des Vermächtnisses des Drachen. Ja. Wozu brauchst du die sterbliche Klinge? Ich will die Tränen des Drachen aus dem Reich der Götter erlangen. Ich möchte die Fesseln. Verstehe. Ich habe etwas darüber gelesen. Ich habe gelesen, dass es einen Weg gibt, um das Drachenerbe zu durchtrennen. Was bedeutet, der göttliche Erbe lehnt die Macht des Drachenerbes ab? Ja. Das Schicksal kann eigenartig sein. Ich bin ein Kind des ewigen Wassers, erschaffen von jenen, die alles für die Unsterblichkeit tun würden. Mein falsches Drachenblut ist Menschenwerk. Kinder. Also gibt es noch mehr. Ich bin die Einzige, die diesen Prozess überlebt hat. Die anderen liegen hier begraben. Ich verstehe. Das muss auch bitter sein. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Aber das Drachenerbe verdirbt zweifellos das Leben der Menschen. Und ich teile die Einstellung des Erben zu dieser Wahrheit. Shinobi des göttlichen Erben. Ich werde dir helfen. Streck bitte deine Hand aus. Was? Segnet uns mit einer reichen Ernte. Will uns helfen, gibt uns Reis. Reis ist die Hand des göttlichen Kindes des ewigen Wassers. Er stellt schrittweise für kurze Zeit Vitalität wieder her. Selbst bei nicht-göttlichen Wesen sorgt die Macht des Drachenblutes für eine reiche Ernte. Reis ist wertvoll. Er stellt nicht nur die Vitalität wieder her, sondern wird süßer, je mehr man davon isst. Ist das Reis? Bitte sehr. Dieser Reis ist kostbar. Er schmeckt besser, je mehr man davon isst, und spendet Kraft. Shinobi des göttlichen Erben, du bist hier willkommen. Es tut mir leid, der Reis, du bekommst... Wir haben keinen Reis. Leb wohl, mögen die Ernten reichhaltig sein. So, wir haben ein zweites Schwert. Nice. Okay, was tun wir denn jetzt? Was ich schon immer echt witzig fand... Dass hier einfach eine Tür in dieser Haupttempelhalle ist. Also man hätte auch einfach die Tür aufbrechen können, um zu ihr zu kommen. Warum muss man dieses ganze Prozedere mit den Affen machen? So, wir könnten jetzt zu Kurosama zurück. Aber... So, was machen wir denn jetzt? Okay. Muss mal kurz überlegen. Wir können. Sempo-Tempel. Tempelgeländer. Machen wir mal dahin. Ich will jetzt ein, zwei Sachen machen, bevor ich sie wieder vergesse. Erstmal zu Omi. Ah, Schlangenfrüchte. Eine ist frisch. Hm? Die andere, sie ist die. Ja, das hatten wir. Etwas bringt. Hier ist etwas Reis. Oh, es gibt keinen Zweifel. Das ist der Reis des Göttlichen. Ich hoffe, ich kann mir jetzt direkt nochmal Reis holen, weil ich brauchte noch für was anderes. Himmel sei Dank, dem Himmel sei Dank. Sagt mir, was seht ihr? Mhm. Guten Appetit. Wenn ihr eine frische Frucht wollt, lasst einen Drachen steigen. Dreht die Puppe auf. Lasst ja gut, die Info hatten wir schon so ein bisschen bekommen. Wenn ihr eine frische Frucht wollt, solltet ihr einen Drachen steigen lassen. Dreht die Puppe auf. Lasst den Drachen steigen. Die Puppe aufdrehen? Ich weiß nicht genau, was sie damit... Ich aber... So, wir brauchen nämlich dann das Puppenspieler-Ninjutsu.
Ja, wie meinen das jetzt? Ich habe auch immer noch nicht gegoogelt, wie das mit dem Windrädchen für Kotaro war. Ja, nee, lass mal stecken. So kann man halt auch durchs Spiel gehen, ne? Wie machen wir das mit der Puppe? Ich überlege aber, ich glaube mit Kotaro... Ja, spreche ich schon mit ihm. Er möchte die Weiße. Stimmt, wenn ich ihm die Weiße nicht gebe, dann brauche ich das gar nicht mit diesem Fächer machen. Also kurz, also wir können ihm, glaube ich, die weiße Blume geben. Und er möchte halt zu den anderen, also zu den Kindern zurück. Und wir müssen ihn dann verschwinden lassen. Und das können wir mit dem Fächer, mit der Fächerprothese machen. Aber wenn wir ihn zu dem Händler schicken... Weiß ich gar nicht, was wir dann tun müssen. So, ist der Dachs noch da? Ja, okay. So, Puppenspieler Ninjutsu. Zack, ein bisschen in seinem Kopf rumgewühlt. Dreh die Puppe auf, lass den Drachen steigen. So. Der Drache steht, Freundchen. Die Puppenspielertechnik, was? Mhm. Hab ich zum ersten Mal gesehen. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ich dachte schon, du würdest endlich mal lächeln. Und jetzt kann ich mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Ich weiß noch nicht, wo er danach ist. Danke, Kumpel. Jetzt, danke. Bitte, bitte. Wo war er danach? Ich habe, glaube ich, seine Quest nur einmal gemacht. So, und wir müssen jetzt... Stimmt. Wir müssen jetzt den ganzen Weg... Oh, wir sehen, es ist ein bisschen später am Tag mittlerweile, ne? So, die Sonne geht so ein bisschen schon unter. So, wir düsen einmal durch alles durch. Hallo, hallo. Ich möchte hier nur ganz kurz mal durch. Also ihr seht, man kann das Spiel auch echt schnell abschließen, wenn man weiß, wo man lang muss und durch alles durchrennt. Uns gesehen. Ich möchte aber gar nicht mit dem Spielern. Geh mal schön wieder hinter deinen Altar, mein Freund. Jetzt dreh dich doch nicht um! So, ich wollte euch mal demonstrieren, wie das neue Schwert funktioniert. Zack. Und dann nochmal mit der sterblichen Klinge. Und dann ist er auch tot. Und diese komischen... Mönche geben es nicht viel. Ich sollte mal mein Geld ausgeben. So, wo ist denn der Drache? Da ist der Drache. Ist nur nicht, wie ihm das helfen sollte jetzt eigentlich hier ihm. Wollte er hier lang? Ach, oder, oh, er wollte auch hier lang, ne? Hui. Na
langsam. Hm. Laupa musste einfach... Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Wieso passiert mir das bitte manchmal? Oh Mann. Ich bin... Bin ich manchmal so eine dusselige Kuh? Bin ich jetzt ganz doof? Wieso? Jetzt habe ich schon wieder... Hey Leute, entschuldigt, dass ich manchmal so unfassbar lost bin. Ihr kennt das ja mittlerweile von mir. Und manchmal habe ich diese Momente. Hä? Wieso geht das nicht? Wieso? Hä? Wieso geht das denn nicht? Jump ich einfach nur falsch? Oh Gott. Das hat schon fast wieder nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, was das war. Da war doch... Ist das bescheuert? Ey, wieso ist das so bescheuert? Ah. Wieso... Wieso drücke ich denn die ganze Zeit RT und RB und nicht... Oh Gott. Ich sag nichts mehr. Ah, da ist der Schwarzfuß. Daxi. Na, du? Na, wenn das mal nicht der alte Spaßvogel ist. Habt ihr eure Angelegenheiten geregelt? Das habe ich. Dank dir. Wessen Grab ist das? Ah, das? Stimmt. Das ist... Das von meinem Kind. Ich verstehe. Nachdem der kleine Wicht gestorben war... Aber hier ist das Grab echt ungünstig. Wie kommt man denn hier normalerweise hin? Experimente mit Verjüngung, Entführung, die Verantwortlichkeiten eines Schwarzhuts, alles, was mit diesem Tempel zu tun hat, kam mir irgendwie verdächtig vor. Habt ihr deshalb aufgehört? Und er ist Schwarzhut und nicht Schwarzfuß. Wie auch immer. Das war's hier jedenfalls für mich. Mir bleibt wohl nichts anderes... als mich zurück zur Ashinaburg. Okay, wo geht er da nochmal hin? Besserer Anblick als ich glaube auch dann im Haus, wo wir ihn getroffen hatten. Tja, wird wohl... Ach, du hast das vermutlich bereits in Erfahrung gebracht, aber Ashina, weißt du, riecht etwas streng wegen der verkohlten Leichen und dem Schießpulver. Die Ratten strömen rein, das glaubt man fast nicht. Pass da draußen auf dich auf. Danke, mein Freund. So, nun ist mal eben das Ding hier. Wir rasten einmal. So, wir müssen ein bisschen Story progressen, damit er wieder weg ist. So. Durchgang zum vergessenen Tal. Und da unten ist unsere ganz spezielle Freundin. Na Süße, was geht? Und tschüss! Zack! Mein Gott, gehst du mir seit Anfang des Spiels auf die Nerven! Und es regnet förmlich Blut. Frische Schlangeneingeweide. Das khaki-förmige Herz einer großen Schlange. Die große Schlange gilt als Gott des Landes und das Herz sollte das Organ sein, in dem der Geist wohnt. Die Form ähnelt einer Khaki-Frucht, doch es sind die Eingeweide eines Gottes. Man kann getrost annehmen, dass der Verzehr göttlicher Eingeweide gesundheitsschädigend ist. Wir haben gerade mal einfach einen Gott getötet. Ja, und die Oma redete ja die ganze Zeit von der frischen Frucht. Und sie meinte wohl ein Schlangenherz. So, und hier muss ich aufpassen auf den Felsen. Wenn man hier einmal runterfällt, kommt man nie wieder hierhin zurück. Hier gibt es aber nur so ein bisschen Items, die man, ja, nice to have und so. Ja, Schlangi, das war's. Hui. Oh, da oben hätte ich mich dran schwenken können. Wäre da was gewesen? Das habe ich ja noch nie gesehen. War da was? War da was gewesen? Hm. Falls ja, sagt's mir mal bitte.
Ich weiß gerade gar nicht, was da war. Ich habe nie gesehen, dass man sich da hinschwingen kann. So, jetzt sind wir wieder hier. Wir gehen nochmal ins innere Heiligtum. Ich möchte mir nämlich nochmal Reis holen. Hallöchen. Shinobi des Göttlubestie. Shinobi des dieses Mal ist der Reis gut gedehnt. Und jetzt segnet uns. So, gib mir nochmal Reis. Vielen Dank. Dieser komm einfach. Dankeschön. Mögen. So. Jetzt möchte ich aber nochmal ganz kurz schauen, ob Omi mittlerweile hier ist. Ich weiß nicht, ab wann Omi da ist. Ich habe das, glaube ich, noch nie gehabt, dass sie nicht da ist. Omi! Ich glaube, man muss anscheinend zum Sempo-Tempel. Ah, Schlangenfrüchte, ja. Es gibt zwei Arten. Eine ist frisch, die andere ist getrocknet. Da drüben. Die getrocknete Frucht. Ja, da können wir von ausgehen, dass es getrocknete Eingeweide sind. Den vergifteten Sumpf, die Erdhöhle entlang. Dort werdet ihr sie finden. Wovon redet ihr? Getrocknete Frucht? Was? Bedrückt euch etwas? Etwas Reis für die Omi. Hier ist etwas Reis. Oh, oh, dem sagt mir, was ist. Wenn ihr getrocknete Früchte sucht, dressiert Affen. Lasst den Affen tanzen und er wird verspeist. Wenn ihr getrocknete Früchte sucht, dressiert Affen. Lass den Affen tanzen und er wird verspeist. Einen Affen tanzen lassen. Mhm. Gut, dann hole ich mir jetzt noch mal eine Portion Reis. Oh, da war ich zu schnell. Ich habe deine Rückkehr Ach, sie sagt gar nichts Neues. Segnet. So, gib mir Reis. Ich bin. Vielen Dank. So. Und dann düsen wir noch mal ganz kurz zu Kuro. Na, Emma? Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, werter Wolf. Hier. Oh, das ist... Das ist Affenschnaps. Stimmt etwas nicht? Nun, ich will ihn kosten. Er brennt echt übel. Mal sehen. Ja, Affen. Ich scheine eine starke Verbindung zu Affen zu haben. Okay. Tatsächlich? Ja. Immerhin wurde ich von einem Affen gerettet. Ihr glaubt mir nicht, oder? Als ich noch klein war, stand ich allein auf einem Schlachtfeld. Ich war allein und ziemlich hilflos. Ich war zu nichts mehr fähig. Konnte nicht einmal weinen oder wütend sein. Ich stand unter Schock. Und dann war da dieser Affe, der ein Reisbällchen verspeiste. Ein Affe? Jedenfalls ließ er es so schmackhaft aussehen, das machte mich wütend. Doch dann gab er mir das Reisbällchen. Es war so lecker. Ein wirklich freundlicher Affe. Ja, ein wirklich sehr freundlicher Affe. Lebt wohl. Ja, Kohlein! Was liest du da? Kurosama, ich habe die Blume für den Urquellduft besorgt. Oh,
Blühte sie wirklich im versunkenen Tal? Ja, tief im Tal. Dort also war das Urquellwasser tief. Das hast du gut gemacht, Wolf. Oh, und übrigens, ich habe etwas herausgefunden. Ich habe entdeckt, dass wir noch einen anderen Duft benötigen. Und welchen? Das Blut des göttlichen Erben des Drachenerbes. Mit anderen Worten, mein Blut. Euer Blut. Aber Kurosama, ihr könnt nicht bluten. Ja, es stimmt, dass die des Drachenerbes nicht bluten können. Ich habe in Genichiro-samas Gemächern jedoch ein Notizbuch von Takaru-samas Pagen gefunden. Und es scheint, dass ich doch bluten kann. Ich möchte, dass du das hier für mich verwahrst. Tagebuch des Dieners. Ein Tagebucheintrag von Takerus Diener. Takeru-sama hielt seinen Arm über das Räuchergefäß und versuchte, ihn mit dem Schwert zu schneiden. Doch seine Wunde heilte, ohne dass ein Tropfen Blut floss. Tomei-sama sagte, ohne sie kann dein Blut nicht vergossen werden. Was kann sie nur gemeint haben? Also dann müssen wir nur herausfinden, wie ich bluten kann. Vielleicht sollten wir Emma-sama fragen. Als Ärztin sollte sie sich mit dem menschlichen Körper auskennen. Ja, sie kann uns vielleicht helfen. Wolf, das Schwert auf deinem Rücken, ist das... Es ist die sterbliche Klinge. Das Schwert kann die töten, die nicht sterben können. Ja, ich erhielt das Schwert vom göttlichen Kind des ewigen Wassers im Senpo-Tempel. Das göttliche Kind des ewigen Wassers? Die Mönche im Senpo-Tempel haben ihren Glauben zugunsten der Unsterblichkeit aufgegeben. Das Ergebnis sind jene mit dem falschen Drachenerbe, bekannt als die göttlichen Kinder des ewigen Wassers. Ein falsches Drachenerbe. Wer hätte das gedacht? Warte. Göttliche Kinder? Ja, viele wurden erschaffen, doch nur eins überlebte. Das zeigt einmal mehr, wie sehr diese Macht den Menschen schadet. Die Fesseln der Unsterblichkeit müssen durchtrennt werden. Ja, Kurosama. So. Emmeline. Ich möchte euch etwas fragen. Ja, was gibt es? Kann der göttliche Erbe bluten? Wieso wollt ihr das wissen? Wir benötigen das Blut des göttlichen Erben, um die Drachentränen aus dem Reich der Götter zu holen und die Aufhebung der Unsterblichkeit zu erlangen. Oh, ich verstehe. Es stimmt, dass das Blut des göttlichen Erben nicht auf gewöhnliche Weise vergossen werden kann. Allerdings verfügt ihr über die Mittel dafür. Die sterbliche Klinge. Ja, hier, nehmt. Schrott der Aufhebung der Unsterblichkeit. Wieso Schrott? Ein Teil von Takerus Buch über die Aufhebung der Unsterblichkeit. Mit sterblicher Klinge in der Hand kann mein Blut vergossen werden. Mein Blut wird den Duft vollenden. Das Reich der Götter rückt näher. Die Unsterblichkeit wird aufgehoben. Ich muss Tomei bitten, bei meiner Enthauptung zu helfen. Okay. Das wurde von Takeru-sama verfasst. Ganz genau. Mit der sterblichen Klinge könnt ihr das Blut des göttlichen Erben fließen lassen. Ich verstehe. Das bringt uns einen Schritt näher an die Aufhebung der Unsterblichkeit. Ich werde Kurosama... Das Ding ist, wenn Takeru das alles gemacht hat, um das aufzuheben, warum gibt's das denn immer noch in Kuro? Also es scheint ja dann nichts Dauerhaftes zu sein. Wolf, sieh mal hier. Ich habe etwas gefunden, das uns helfen könnte. Es ist ein Stein. Geil. Stein? Ja, sieh dir das an. Okamis alter Text. Eine alte Notiz vom Okami-Clan, der das Reich der Götter zu erreichen suchte. Ein duftender Stein, aufbewahrt in einem Dorf in den tiefen Ashinas. Man muss sich hineinstürzen, um ihn zu finden. Damit ist der Urquellduft vollendet. Lass uns nun aufbrechen ins Reich der Götter. Was ist? Es ist ein Schriftstück, das von jemandem verfasst wurde, der den Urquellduft suchte. Darin steht, es gibt ein heiliges Dorf mit einem Stein, der einen einzigartigen Duft verströmt. Aber ich habe nie von solch einem Dorf gehört. Es soll unterhalb von Ashina liegen. Unter dem Grund des Brunnens, in dem du erwacht bist, in der Nähe des Mondblickturms, soll ein bodenloses Loch sein. Ja, da war ich schon. Das könnte relevant für unsere Suche sein. Ich werde mir das ansehen. Gut. Im Text stand, man solle sich hineinwerfen. Was das nur bedeuten mag. Ein Ort, in den du dich hinein. Ja gut, da war ich jetzt schon. Ich kenne einen Ort, bei dem das ginge. Wirklich? Es gibt ein riesiges, scheinbar bodenloses Loch im verlassenen Verlies außerhalb der Ashina-Burg. Eine alte Frau dort, sie sagte, ich solle mich hineinwerfen. Dieses Loch. Glaubst du, dass es mit einem anderen Ort verbunden ist? Ja, ich habe einen schwachen Wind aus Richtung des Eingangstores gespürt. Ich versuche es und springe hinein.
Es ist einen Versuch wert. Wolf, hast du mit... Das habe ich. Und? Was hat sie gesagt? Dass es vielleicht mit der sterblichen Klinge geht. Ich verstehe. Die sterbliche Klinge bringt also mein Blut zum... Ja, hi, ich hab sie. Ja, Kurosama. Sollen wir es versuchen? Die sterbliche Klinge sollte nie gezogen werden. Man weiß nicht, wie sie sich auf euch auswirken wird. Das Räucherwerk zu entzünden, könnte euch vor Unheil beschützen. Ja, wenn du darauf bestehst, dann tun wir das. Okay, warten wir mal einen Moment. Ich sehe, du hast einige der Zutaten gesammelt, die wir für den Duft der Urquelle benötigen. Mach weiter so. Na, was haben wir noch? Du brichst auf. Wolf? Kurosama? Ich dachte, ich könnte ihm den Reis von dem Kind geben. Oder brauche ich dafür speziellen Reis? Ich weiß es gar nicht mehr. Na gut, wir machen dann da beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Hinterlasst gerne ein Like oder einen Kommentar. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und bye bye.